Nun habe ich Ihnen mein Herz ausgeschüttet und jetzt frage ich Sie frei heraus, ob Sie die Frau Schmiedemeisterin werden möchten. Nein, nein, das geht leider nicht. Das ist unmöglich, Meister Schmidt. Ja, aber warum denn ja, unmöglich? Gott, das kann ich Ihnen jetzt nicht so sagen. Überhaupt, Meister Schmidt, wir müssen gehen. Alle Leute haben sich schon vor dem Pfarrhaus versammelt. Und eben, hören Sie, eben beginnt auch der Gemeindevorsteher seine Rede. Ja. Also ich bitte um Ruhe jetzt. Hochwürdiger Herr Pfarrer, mit huldigender Achtung und mit achtungsvoller Huldigung begrüße ich Sie im Namen unserer Gemeinde. Bravo. Bravo. Seit 50 Jahren sind Sie in unserer Mitte und seither wohnt das Glück bei uns. Die Einwohnerzahl hat sich beträchtlich vermehrt, obwohl kein Militär bei uns einquartiert war. Die Steuern treibt der Gerichtsvollzieher pünktlichst ein und auch unser Viehstand hat sich gehoben. Und wem verdanken wir das alles? Nur unserem lieben und hochverehrten Herrn Pfarrer. Bravo, 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 bravo. Und doch, hochwürdiger Herr Pfarrer, fehlt zu unserem Glücke in unserem Dorfe noch eines. Eine Glocke. Ja, eine Glocke, eine Glocke. Nie war das Geld dazu da. Und wir haben lange studiert, was für ein Geschenk wir Hochwürden zu seinem 50. Jubiläum anbieten wollen. Und da sind wir endlich zu dem weisen Entschluss gekommen. Wir kaufen uns, Ihnen zu Ehren, eine Glocke. Bravo, 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 bravo. Und zu diesem Zwecke haben wir 500 Silbergulden gesammelt, die ich Ihnen jetzt, hochwürdiger Herr Pfarrer, unserer Sitte gemäß, hier in einem Strumpf überreiche. Das ist ja der Strumpf von der Resi. Das musst du Maul halten, du Lump. Wie kannst du denn sagen, dass das ein Strumpf von der Resi ist? Na, weil ich den anderen hab. Ruhe, Ruhe. Indem ich nunmehr unserem hochwürdigen Herrn Pfarrer die 500 Silbergulden überreiche, bitte ich Sie alle, mit mir einzustimmen. Unser Herr Pfarrer, er lebe. Hoch, 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 hoch. Und nun hat unser hochwürdiger Herr Pfarrer das Wort. Verehrter Herr Gemeindevorsteher, liebe Gemeinde, mit Dank und Ergriffenheit nehme ich eure Gabe entgegen. Mit nichts anderem auf der Welt hättet ihr mir eine größere Freude bereiten können. Der unwürdige Zustand, dass in unserem Dorfe der Mensch ohne jeden Glockenklang geboren, getauft und zu Grabe getragen wird, ist nun endlich überwunden. Noch heute Abend werde ich mit der Postkutsche in die Stadt fahren, damit schon am kommenden Sonntag unsere Glocke den Gottesdienst einläuten kann. Bravo, bravo, bravo! Und nun, liebe Gemeinde, bitte ich, von weiteren Ovationen abzusehen, damit ich mich vor meiner Reise noch ein Stündchen der Erbauung hingeben kann. Indem wir die Wünsche unseres hochwürdigen Herrn Pfarrers in gebührender Weise zu respektieren wissen, begeben wir uns jetzt alle ins Goldene Lamm und verabschieden uns mit dem Rufe: Unser Herr Pfarrer, er lebe! Hoch! 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 Ist er ja in seinem Lehnstuhl eingeschlafen. Herr Pfarrer, Herr Pfarrer, Sie müssen sich fertig machen. Ja, was gibt's denn so viel? Sie wollen doch in die Stadt, um die Glocke zu kaufen. Ja, hochwürden, ja. Die Postkutsche fährt doch schon in einer Stunde. Na, ach ja, richtig.
Hast du schon meinen Koffer gepackt? Nein, noch nicht, aber ich bin gerade dabei, ja? Sehen Sie mal, Herr Pfarrer. Ja, was ist denn? Was hat sich denn da für ein Liebespaar auf unsere Gartenbank gesetzt? Oh, das sind ja ganz fremde Menschen. Vielleicht wollen sie unser Obst stehlen. Oh, die werde ich gleich wegjagen. Ach, na, das war aber Sophie, man muss doch nicht immer gleich das Schlechteste denken. Sind sicherlich nur ein harmloses Pärchen. Also geh, pack meinen Koffer. Ich kann ja die beiden ein wenig im Auge behalten. Also sag mir doch zunächst einmal, wie du mich überhaupt gefunden hast. Das war ganz einfach. Ich habe vom Schmied gehört, dass er dich zufällig mit den Auswandereragenten gesehen hat. Und dann habe ich in Goldenen Lamm erfahren, dass euer Transport morgen mit der Bahn von der Stadt abgehen soll. Aha, dann hast du also mit dem Agenten selbst gesprochen. Ja, aber nun bitte ich dich, Peter, bleib doch hier. Was willst du denn in Südamerika? Wie viele Leute haben schon ihr Haus und Hof verschleudert und sind dann als Bettler zurückgekehrt? Denk doch auch an deine Mutter. Nein, Eva, ich lasse mich von meinen Plänen nicht mehr abbringen. Hier finde ich ja doch nirgends Arbeit. Ja, wenn ich ein paar hundert Gulden hätte, dann könnte ich eine eigene Schmiede aufmachen. Aber so kann ich ja nicht beginnen. Ich werde es drüben bestimmt zu etwas bringen und wenn ich zurückkomme, dann heiraten wir. Peter, kannst du denn die Sache wirklich nicht mehr rückgängig machen? Nein.